Okay, Boker Tov, Shavua Tov, Shalom Aleichem, herzlich willkommen zum Shiur Gemore. Wir sind wieder back to the plan. Masechet Megillah, Traktat Megillah. Traktat Megillah. Masechet Megillah, Traktat Megillah, Chavbet, Amud Aleph, Daf 22a. In die letzte Drittel von unten. Sehr klar, in die Anfang von den breiten Zeilen. Sehr klar, Kol Sheish Bo Musaf. Also es geht um die... Es geht um die Halachot von Kriya Batorah. Halachot von Kriya Satoire, von der Torah-Lesung. Also was ist, wir haben doch verschiedene Stufen. So wir haben schon gelernt in der Mischne. Also in einem normalen Tag und ebenso, also in normalen Montag und Donnerstag und ebenso Mincha am Shabbos, Shabbos bei Mincha, also lesen wir, also wir werden aufgerufen nur drei. Und bei Rosh Chodesh und Chol HaMoed vier. Und weiter Yom Tev und Yom Kippur und Shabbos. Aber jetzt, die Gemara beschäftigt gerade, was mit Fastentagen? Was mit Fasttagen? In den Fasttagen wie viel? Also wir wissen doch, der Halacha ist, wir wissen doch, das ist doch drei. Ebenso. Aber die Frage ist so. Die Gemara wusste es nicht. Rosh Chodesh Umoed, die Ika Korban Musaf Arba'a, aber Hacha, der Leika Korban Musaf Lo. Das heißt, wir haben doch in der Mishnah gelernt, dass am Rosh Chodesh und am Chol HaMoed dann werden vier aufgerufen zum Torah. Aber warum wahrscheinlich, also wer steht, weil die Ika Korban Musaf, die Ika Tfilat Musaf und Korban Musaf. Es gibt doch ein Musaf, eine zusätzliche, ein Zusatz beim Davenen. Es gibt noch ein Schmonaisra, noch eine Tfilat. Ist das ist der Grund? Wenn so ist, dann bei Talit Zibur, bei Fasttagen, dass wir haben kein Musaf und wir haben kein Korban Musaf und ebenso kein Tfilat Musaf, dann es gibt nur drei. Oder kann man doch sagen, dass irgendwie wir machen schon eine Zufügung in Osafa Betfila. Es gibt schon einen Zusatz in Tfila. Welche? Aneinu. Ganz einfach. Bei Shmonaisre, anstatt zu sagen 19 Brachot, sagen wir eine 20. Bracha. Also zwischen, also je nachdem, der Chazan oder die ganze Publikum, die ganze Minyan. Also bei das heißt, wir haben eine zusätzliche Bracha, das ist die Bracha von Aneinu, also zwischen Goel Israel und Refaenu, das der Chazan sagt und wir sagen das bei Shema Tfila. Auf jeden Fall, irgendwie gibt es schon einen Zusatz, was man fügt zu, gerade am bei Korban, bei Tanit Zibur, bei Fasttagen. Deswegen vielleicht bei einem Fastentag sollen wir ebenso zum Torah aufrufen vier und nicht drei. Weil das ist schon die Kriterien von die zusätzliche aufgerufene zum Torah bei Rosh Chodesh und Chol HaMoed. Vielleicht gibt es auch, also diese Kriterien gibt es auch bei Tanit Zibur, bei Fastentag. Nun, okay, sehen wir. Also versuchen wir zu vergleichen das mit anderen משניות, זה נדר. תשמע, בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבע, שתי דוח ביונסים למשנה, דסם ראש חודש, ונמחול המועד, דן ורדן פיר אוף גרוסם צום תורה, דן דפון קנישון דויטן, דס איז נור, אנדי טאגן, אבר די אנדרי טאגן, פון פסטן טאג, נישטום בדינק, נור דרי. So steht bei uns in Mishnah. Sagt er, ja, wenn du willst deuten von unserer Mishnah, kann man nicht. Warum? Weil kann man schon Eima Sefer, dann Eima Reisha. Dann sehen wir, was steht bei uns in der Reisha. Was haben wir vorher zitiert? Besheni und Bechamishi, Beshabbat, Bemincha, Korin Shlosha. Wann sind die Anliegen, dass wir zu dritt aufgerufen? Montag, Donnerstag und Shabbos bei Mincha.
Ha, tamit zibur arba. Davon kann ich deuten ebenso umgekehrt. Dass bei deinem Zibur, bei Fastentag, sollen wie viele Menschen aufgerufen? Sollen aufgerufen werden 4 und nicht 3. Das heißt, kannst du mich von unserer, von die Sprache, von der Mishnah, kann man gar nicht deuten. Warum? Weil von die Anfang von Mishnah kann man so deuten und von der Sefer von der Mishnah kann man so deuten. Ist deswegen, das passt nicht zu deuten von der Mishnah, weil das macht schon einen Widerspruch. Deswegen soll man wirklich die Mishnah ganz einfach lesen. Das Montag, Donnerstag, Mincha 3 und Rosh Chodesh und Chol HaMoed 4. Die Frage bezüglich Fastentage bleibt noch offen. Ich weiß nicht. Von der Mishnah kannst du nicht deuten, weil wenn du deutest von der Reisha, von der Anfang von der Mishnah, dann kannst du so deuten. Wenn du deutest von der Sefa, von der Mishnah, von der Ende von der Mishnah, kannst du so deuten. Deswegen lieber keine Deutungen machen von der Mishnah, sondern lesen die Mishnah ganz einfach. Lesen die Mishnah ganz einfach und später die Frage, was haben wir vorher gestellt, wegen die bezüglich Tanit Zibur, bleibt noch offen. Fastentag bleibt noch offen, weiß ich nicht genau, was ist die Sache. Deswegen muss ich das nachweisen von woanders. Okay, erzähl dir mal eine Geschichte. Toschma, hör mal eine Geschichte, was passiert mit Rav. Rav war doch Rav. Der erste Generation, von der ersten Generation, also ganz die erste von den Amoraim, von den Gemore. Erzählt uns die Gemore so, der Rav Ikra Lebovel, einmal Rav ist gerade angetroffen in Babel. Babel, wenn ich sage Babel, das ist nicht nur die Medina Babel, sondern auch die Stadt Babel. Also nicht nur Land Babel, sondern auch Stadt Babel. War auch ein Stadt. Und was war die Meister dort? Erzählt die Gemore so, es war Tainis Zibur. Es war ein Fastentag. Es war ein Fastentag. Kam Kara Besifra, man hat ihn selbstverständlich aufgerufen zum Torah. Ist aufgestanden, gegangen zum Sefer Torah. Erzählt die Gemara so, Patach Barich. Bei Anfang, also vor das Lesen, er hat gemacht die Bracha, was wir machen. Hashem Bachabanu Mikol Amim. Chatim Veloder Barich. Wenn er hat beendet seine Kriya, seine Lie, er hat nicht beendet mit Bracha, sondern ganz offen so gelassen. Wir wissen noch nicht die Details, aber so sind die Fakten. Also die erste Bracha hat er gemacht, hat er gesagt, hat er doch ausgesprochen. Die zweite Bracha hat er nicht. Erzählt die Gemorre noch ein Fakt, was ist nicht so wichtig jetzt für unser Thema, dass die Gemorre wird, Besrat Hashem, handeln später. Aber so war die Fakt, so war die Geschichte. Naful kule alme anapayu, alle haben gemacht nefilat apayim, alle sind gefallen, wirklich also verbeugt, oder nicht nur verbeugt, sondern wirklich gelegt auf den Boden. Ve Rav lo nafal alape. Rav nicht gemacht nefilat apayim, er hat gar nicht keine nefilat apayim gemacht. Okay, das ist die zweite Teil von dieser Geschichte. Das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht so wichtig für unser Thema, sondern das ist ein Thema an sich. Das werden wir Besrat Hashem handeln nächste Mal. Was ist doch wichtig für uns? Ist der erste Teil von der Geschichte. Der erste Fakt, dass Rab am Fastentag, in einem Fasttag, er wurde aufgerufen zum Torah, vorher gemacht eine Bracha, nachher keine Bracha gemacht. Jetzt versuchen wir zu analysieren diese Geschichte. Michtei Rab bei Israel kara. Rab, wissen wir doch, er war kein Kohen. Er war kein Kohen und kein Levi. Das heißt, er war ein Israel. So wissen wir. Und wahrscheinlich dort hat keine Kohanim gefallen. Ja, dort fällt keine Kohanim in Babel. Wahrscheinlich war doch ein Kohen und ein Levi vorher. Das heißt, Rav, welche Aliyah hat er bekommen? Dritte, Schlichi. Ah, okay. Er ist ein Israel. Wenn er ist kein Kohen. Das heißt, und dann was sehen wir? Dass er hat einen Broche gemacht vorher und nachher keine Broche gemacht. Also, ich weiß noch nicht, warum vorher hat er gemacht, aber nach der Methode von Mishnah
wissen wir auf jeden Fall, der zweite Punkt, dass er hat keine Bracha gemacht am Ende. Warum? Weil wahrscheinlich, es hat ihm noch gefolgt, noch einem. Nach ihm war noch einer. Aber wieso in der Mitte dann? Ha? Warum hat er gemacht die erste Bracha? Okay, lassen wir das auf der Seite. Warum aber hat er gar keine Bracha gemacht am Ende? Warum? Weil er noch nicht zu Ende. Warum? Er der Dritte, aber war wahrscheinlich noch mein Vierte. Weil es ist, und das ist ein Nachweis für uns, das kann man schon nachweisen, dass bei einem Fasttag, ebenso, so wie Rosh Chodesh und Chol HaMoed, werden wie viele Menschen zum Torah aufgerufen? Vier und nicht drei. Deswegen Rav am Ende keine Bracha gemacht. Warum? Weil er wusste, dass sowieso folgt ihm noch eine Aufgerufene. Nochmal, mich der Rav bei Israel, Kara Rav, war doch der Dritte. Maitaime chata velo barif. Warum? Am Ende von der Bracha hat er gar keine Bracha gemacht. Lav mishum de baile mikrachina batrei. Wahrscheinlich, weil es hat ihm gefolgt, noch einem. Es folgt noch einem, noch der Vierte. Nun, dann sehen wir ganz deutlich, dass in einem Fastentag, dann werden wie viele Menschen aufgerufen? Vier. Und deswegen Rab, als Dritter hat er gar keine Bracha gemacht. Antwort, also so versucht jetzt die Gemorre zu beweisen, das ist die Methode, warum Rab hat gar keine Bracha gemacht am Ende. Okay, sagt die Gemorre, nein. Lo, sagt die Gemorre, nicht unbedingt, kann man das anders verstehen. Rav bekahani kara. Da Ravune kara bekahani. Rav war schon eine Ausnahme, das wobei er war an Israel, aber trotzdem, er hat bekommen die Aliyah von Kohanim. Nicht, weil es gab kein Kohen, wie gesagt, also, das war Tanit Zibur, das war Fastentag, und wahrscheinlich waren viele Menschen da anwesend, inklusive Kohanim. Aber Rav war so ein besonderer Mann, so ein besonderer Rabbiner, ein Oberrabbiner. Und das heißt, heutzutage haben wir so eine Halacha nicht. Aber in die Gemorre, in Gitt, in die Gemorre, dort wo die Quelle von die ganze Covid, was man gibt an Kohanim, Levim, Israelim, wie es die Reihenfolge ist, dort sagt die Gemorre, dass doch kann sein, dass wenn es gibt einen Oberrabbiner in der Synagoge, dann die Kohanim verzichten auf ihren Kuvet, auf ihren Ehre. Und wer kriegt die erste Aliyah? Gerade der Oberrabbiner. Sie haben einen Korb, wo die verzichten können? Nein, wo die verzichten können, das ist was anderes. Aber da, das heißt, man braucht dich nicht zu fragen. Das heißt, das ist der Kavod, dass gerade dass er hat die Priorität. Das heißt, der, wenn es gibt einen besonderen Rabbiner, einen Oberrabbiner, er ist, und der Gemara bringt ein Beispiel von Ravune. Der Ravune Kari Bekani. Ravune war ebenso, also kann man sagen, in die Spitze. Und deswegen, weil er war so besonders, deswegen er hatte die Priorität, dass er hat die Priorität noch vor die Kohanim. Das heißt, dass er liest und er wird aufgerufen als Erste. Ist deswegen, Rav hat gemacht die Bracha vor der Aliyah, aber nachher nicht, weil es hat ihm gefolgt noch zwei. Dann ist es alles verstanden. Das heißt, von hier... Hilft uns nicht. Oh, es hilft uns. Davon kannst du gar nicht beweisen, dass was mit dem Fastentag. Frag die Gemora, okay, ich verstehe. Ravuna, verstehe ich. Bishlam Ravuna, Kari Bekahane. Ravuna, ich verstehe, warum er wurde aufgerufen zu dem Aliyah von Kohen, wobei er kein Kohen war. Da filo ravami ravasi de kahani chashiva dar Israel meikaf kaifule le Ravuna. Weil sogar, das heißt, in der Zeit von Ravuna, er war später, er war nach Rav, aber die dritte Generation, auf jeden Fall, Rabbani Ravasi, was waren die wichtigsten Koyanim in Eretz Israel, und die waren auch Rabbanim, die waren ebenso quasi unter die Macht von Ravuna. Deswegen, Ravuna war schon etwas, eine Ausnahme, etwas ganz Besonderes in seiner Autorität. Er hatte so eine Autorität, dass deswegen er hatte auch die Priorität, dass er kriegt die Aliyah von Kohen. Aber Rav, wobei Rav war schon ganz besonders, er war schon
von der ersten Generation, und er war auch betrachtet auch als eine, er betrachtet auch als Tana manchmal, wobei er war von den Amoraim, doch betrachtet als Tana. Aber trotzdem sagt die Gemore, Rav ist anders. Warum? Weil Rav Haika Shmuel, der Kahanabe, Udvarale. Das heißt, Rav hatte einen Kollege, Shmuel. Wir wissen doch immer, Rav und Shmuel. Shmuel war ein Kohen. Okay? Shmuel war ein Kohen. Und wobei Rav war größer als Shmuel, aber trotzdem, wegen einer Geschichte, was passiert, ist Rav wollte, dass man soll ehren Shmuel mehr als ihm. Das heißt, er hat gemacht, dass Shmuel soll größer als ihm sein, in dass seine Stelle von Shmuel. Ist deswegen sagt er, wenn Shmuel ist da, dann selbstverständlich, Rav hat nicht die Priorität. Die Gemara dachte, also die Gemara wusste, dass Shmuel war nicht in derselben Wohnort, wo Rav ist, aber trotzdem, weil beide waren in Land Babel, okay, deswegen Rav hat nicht diese Besonderheit, dass er kann schon so wie Ravune sein, dass er kriegt als Israel die erste Aliyah bevor Kohen, weil es gab noch andere Kollegen von ihm, was Kohen ist. Antwortet die Gemara, doch, befanav, schon, schelo befanav lo abidle. Das heißt, ki abidle befanav, oh, sagt die Gemara, Shmuel name mekafa bekaifle lerab. Eigentlich, Shmuel war, im Prinzip, Shmuel war unter der Macht von, also, wenn wir vergleichen die Hierarchie, in der Hierarchie war Shmuel unter Rav. Trotzdem, wegen einer Geschichte, eine unangenehme Geschichte, was passiert, Rav wollte eine, wie sagen, eine Entschädigung an Shmuel geben, und deswegen, er hat gemacht, quasi, dass Shmuel soll in die Hierarchie größer als ihm sein. Aber, sagt die Gemara, bechi avidlei befanav, aber shalom befanav lo avidlei, das alles nur in seiner Anwesenheit. Wenn Rav und Shmuel waren zusammen anwesend in einem Ort, dann, die Interesse vom Rav war, dass Shmuel soll in die Hierarchie quasi doch größer als Rav. Aber im Prinzip, wenn das war in Abwesenheit von Shmuel, dann selbstverständlich Rav war ganz besonders und ganz eigenartig in seinem Autorität, dass er, so wie Ravuna in seiner Generation, dass er war der Erste und deswegen er war der Oberrabbiner und deswegen er ebenso die Priorität und die Covid bekommen hat, dass er kriegt die Aliyah anstatt Kohen. Das heißt, kann man das sagen, dass deswegen Rav vorher Bracha gemacht und nachher nicht, weil er war die Aliyah von Kohen bekommen hat und nicht die Aliyah von Israel. Das heißt, kann man von ihm gar nicht beweisen. In dieser Zeit erste Bracha sagen erste und letzte letzte. Das war, so wir haben in die Mishnah gelernt. Das war noch in dieser Zeit. Aber sehen wir gerade jetzt. Das gerade die Gemara fragt. Die Gemara sagt, okay, das ist ganz logisch, was du sagst, dass er war in die Aliyah von Kohen und nicht die Aliyah von der Dritte. Weil deswegen hat er vorher gemacht und nicht nachher. Auch im Namen ist Tabe, der Rabbi Kanika, die ist halt gedacht, der bei Israel, Kar, Alef, Anam, Aitam, Ibarich. Das heißt, wenn du bist in die Meinung nach die erste Methode, dass er gerade die dritte Aliyah bekommen hat, wenn er die dritte Aliyah bekommen hat, warum hat er vorher gemacht eine Bracha? Warum hat er gemacht eine Bracha vorher? Als Erster verstehe ich, als Kohen. Er macht vor, die Bracha vor, und nach macht er keine Bracha. Weil es folgen ihm noch zwei. Aber wenn der Dritte ist, nehmen wir an, dass er macht später die Bracha nicht, weil es folgt ihm noch eine. Nehmen wir an. Aber warum vorher hat er Bracha gemacht? Er ist doch der Dritte. Und wenn es ist, die Methode, dass man macht nicht in der Mitte Bracha, dann soll er vorher nicht machen. Man hat verstanden, wie viel man liest. Nein, er will jetzt sagen, logisch, dass er sagt, eigentlich, das ist logisch, was du sagst, dass er war der Erste und nicht der Dritte. Weil das ist die einzige. Du machst nicht die Bracha in die Mitte. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir verstehen, warum hat er gemacht die Bracha im Anfang und nicht am Ende. Vielleicht erste Bracha, das. Aber wenn er war der Dritte, warum macht er die erste Bracha? Vielleicht erste Bracha, das Wichtigste, das jeder kann sagen und das ist nicht. Na, wir haben gesagt, nur vorher, also nur die erste macht und die letzte. In der Mitte nicht. Was ist die Logik, dass man macht in der Mitte? Nur.
sagt die Gemore, Leachat Takone. Und sagt die Gemore, das ist Leachat Takone, dass jeder macht die Brachot. Sagt er, wenn Leachat Takone, nachher Name Levarach. Sagt er, wenn es ist nach der Takone, dass man hat schon geändert, dass jeder macht die beide Brachot, dann soll er machen auch die zweite Brachot. Sagt die Gemore, oh, inzwischen war bei Rav, Scheine Heiche, der Yativ Rav, der mehr al Eili, der mehr Paklonachti. Wir haben schon gelernt, die letzte Shurim, warum macht jeder die Bracha? Weil Menschen kommen in die Mitte. Menschen kommen nicht rechtzeitig. Und die kommen in die Mitte. Und wenn die sehen, dass man macht keine Bracha vorher, die haben doch verpasst die erste Bracha, die erste Aliyah. Die kommen die zweite, die dritte. Dann sie sehen, man macht keine Bracha, die werden denken, dass man macht keine Bracha. Und ebenso später, es gibt Menschen, was läuft weg, gerade in der Mitte, und die werden nicht sehen, die werden nicht erleben, dass man nach die spätere Bracha gemacht. Bei Rav, es war nur eine Befürchtung für die, was kommen später, und nicht für die kommen, wie das läuft weg. Warum? Wenn die kommen rein und die sehen, der Rav ist da, niemand geht weg. Weil der Rav ist doch da. Niemand geht weg, bevor das Gebet ist zu Ende. Die ganze Befürchtung, nur Menschen kommen spät, weil die haben noch nicht gelesen, dass Rav ist da. Die haben nicht gesehen, die WhatsApp nicht bekommen, keine Nachricht, dass Rav kommt heute zum Start. Aber wenn die kommen schon rein in die Synagoge, auch spät, und die erleben, dass Rav ist da, der Oberrabbiner ist da, dann, die gehen nicht weg. Rav wusste es. Deswegen, was für eine Befürchtung er hatte, er wollte vermeiden. Welche Befürchtung wollte er vermeiden? Nur vorher. Deswegen hat er gemacht die Bracha, die erste Bracha. Aber später macht er nicht die Bracha. Wie gesagt, das ist nur ein Versuch. Nein, wir bleiben nicht mit dieser Meinung. Weil am Ende braucht man eine Bracha. Oh. Um das abzuschließen. Ja, das heißt, das ist nur eine Erklärung. Wie kann man leben noch mit der Methode, dass es gibt vier Menschen bei, vier Aliyahs bei Fastentag. Am Ende haben wir gesagt, sowieso kann man das nicht beweisen, weil wahrscheinlich war die erste Aliyah als Kohen. Anstatt Kohen auf jeden Fall. Aber die Gemara wollte das nur, wie gesagt, also komplett zu machen von allen Seiten, dass auch nach die Havamine, der Methode, das wollten wir schon beweisen, dass er war als dritte Aliyah und deswegen macht er keine Bracha am Ende. Dann warum macht er vorher? Weil es gibt Menschen, was kommen für. Wie gesagt, auf jeden Fall von dieser Geschichte vom Rav kann man gar nicht beweisen, weil man weiß nicht, welche Aliyah er bekommen hat. Die dritte oder die erste. Deswegen von ihr kannst du gar nicht beweisen. Auch wenn eine Bracha nicht unbedingt nötig, dann wie macht man jedes Mal eine Bracha? Das haben wir gelernt. Das nach der Takana, die Chachamim haben so eingeführt, dass jeder die Bracha macht. Um zu vermeiden so einen Fehler von Menschen, was kommen spät oder gehen früher weg. Das haben wir schon gelernt. Aber auf jeden Fall das war nur die Hälfte Situation. Aber die Frage ist, wieso dann nach diesem, wieso dann am Ende nicht? Entweder. Nein, also diese Befürchtung haben wir nicht, weil niemand. Wie war das dort? Das heißt, man hat gesagt, der Erste und der Letzte. Genau. Weil es kommen Leute und gehen Leute. Nein, das ist bevor die Befürchtung. Ursprünglich, der Erste und der Letzte, weil braucht man nicht in der Mitte. Das ist nicht notwendig. Erste und Letzte. Aber genau. Wenn die Menschen angefangen kommen spät und gehen weg früher, man hat angeführt, dass jeder sagt alles. Oh. Aber bei Rab, das war noch. Rab hat gesagt, okay, ist notwendig. Aber was mit der letzten Bracha dann nach dieser Methode, dass er. Nach dieser Methode, es hat ihm gefolgt noch ein Vierter. Und er hat die Bracha gemacht am Ende. Okay. Das heißt, wir wissen nicht, was ist passiert bei Rab. Warum hat er die Bracha später nicht gemacht? Entweder er war der Kohen, er war der Erste, anstatt Kohen, oder war der Dritte. Und dann war vier. Aber auf jeden Fall von ihm kann man gar nicht beweisen. Das heißt aber, dass wenn er der Dritte gewesen ist, dann muss man sagen, da war ein Vierter. Auf jeden Fall. Das war Baal Korea damals? Oder? Das war jeder Baal Korea. Jeder selber? Jeder Eule. Jeder aufgerufen war. Toshma, okay. Toshma, sehr klar. Kol sheyesh bo bitul melacha la'am, kegon ta'anit zibur v'tisha be'af, korin shlosha. Ve'she'ein bo bitul la'am,
Kegon Roshe Chadashim, Cholosh Moed Kohen Abba. Nun, steht doch ganz klar. Was ist, also bezüglich unserer Frage, wie macht man? Drei oder vier, steht doch ganz klar bei einem Fastentag. Weil es gibt kein Bitul Melacha La'am, auch am Tisha B'Av, dann werden aufgerufen drei, zu dritt. Maschenken, Rosh Chodesh und Cholosh Moed, vier. Auf jeden Fall, da ganz, sehen wir ganz deutlich, dass bei einem Fasttag werden drei aufgerufen. Aber da muss man verstehen, also die Definition, wie die Gemara definiert da, dass bei Tanit Zibur inklusive Tisha B'Av, bei Fastentag inklusive Tisha B'Av, es gibt kein Bitul Melacha. Wobei wissen wir doch, dass es gibt bei Tisha B'Av eine Halacha, dass man soll nicht arbeiten, weil das, was arbeitet am Tisha B'Av, er sieht keine Siman Broche, das ist keine Zeichen vom Segen, aber trotzdem gibt es kein Verbot. Dagegen sagt der Chol HaMoed, nun wissen wir doch, dass es nicht erlaubt zu arbeiten, nur Davar HaAved, nur etwas, was kann zu Verlust kommen. Aber das ist interessant, Rosh Chodesh. Was ist Rosh Chodesh Bitul Melacha? Sagt Rashi, doch, wir wissen doch, dass Rosh Chodesh ist Bitul Melacha Lanashim, dass es gibt ein Minag von Frauen, dass die machen keine Melacha, die arbeiten nicht am Rosh Chodesh. Frauen, warum? Das ist ein Sachar, Rashi bringt da die ganze Geschichte davon, Pirkei der Bläser, das ist eine Belohnung für die Frauen, gerade wegen Chetta Egel, weil die wollten nicht mitmachen bei Goldene Kalb, die wollten nicht unterstützen die Männer wollten die schmucken und die Brillanten und alles, was die Frauen hatten, und die Frauen haben gesagt, nein, in keinem Fall. Und deswegen, die wurden belohnt mit Rosh Chodesh, das ist der Chag von Frauen. Der Rashi bringt noch eine Beweise gerade von der Haftara von Mocho Chodesh. Bei Haftara von Mocho Chodesh, was wir lesen immer bei Erev Rosh Chodesh, und Shabbos ist am Erev Rosh Chodesh, dort steht die ganze Meister mit Shaul und David, ist Jonathan sagt an David, wenn ich starte Shama Beyom Maase. Das heißt, du sollst dort, das heißt, es gibt jetzt Rosh Chodesh, und morgen, dem nächsten Tag, ist Yom HaMaaseh. Das ist schon ein Arbeitstag, ein Werktag. Heißt es, dass heute, am Rosh Chodesh, es ist kein Yom HaMaaseh. So, Rashi bringt eine. Am Rosh Chodesh, na, umgekehrt. Yom HaMaaseh, er sagt, er Rosh Chodesh. Ein Tag vor Rosh Chodesh. Auf jeden Fall, Rosh Chodesh ist kein Yom HaMaaseh. Frage ist, aber die Getue, yes, bo melacha, vein bo melacha, eigentlich, das heißt, durch das Lesen, yes, bitu melacha. So muss man das verstehen. Genau, weil die Menschen arbeiten, ist deswegen bei einem längeren Lesen, bei längeren Lesung ist Bitul Melacha. Na, aber die Definition ist ganz anders, weil es sieht so aus, okay, beim Tanit Zibur, Shi Yesh bo Bitul Melacha. Das heißt, wenn die lesen länger, die machen Bitul Melacha. Deswegen, das zu vermeiden, machen wir nur drei. Okay. Aber bei Rosh Chodesh und Chol HaShemoy, das ist weniger. Es gibt andere, ich habe gesehen bei Turi Oven, er sagt, ich verstehe nicht, also die Frauen haben einen Feiertag, dass die arbeiten nicht. Was hat das mit Lesen von Tora von Männern? Die Männer sind verpflichtet mit Tora-Lesung. Andersrum, da hätten die mehr, da müsste man drei kürzen, muss jeder nach Hause helfen. Oh. Sagt er, das ist interessant, normalerweise die Männer helfen die Frauen. Und wenn die Frauen haben keine Arbeit, dann die Männer auch nicht. Es gibt nicht was zu helfen zu Hause. Kann man das jetzt bekommen? So sagt er. Deswegen, die Männer haben auch Feierabend. Deswegen kann man noch eine. Was noch interessant ist, dass gerade bald sagt er eben so, dass bei Tisha B'Av, wir wissen doch, es gibt auch eine Haftara. Ein Haftara nimmt längere Zeit. Normalerweise. Nein, ich habe aber auch am Schachis. Auch bei Schachis. Es ist interessant, das ist so. Das heißt, es gibt schon, also Menschen gehen arbeiten und deswegen machen wir keinen Fehl. Keine Fehl aufgerufen, aber Haftara doch. Okay. Interessant, das von der Zeit her ist eigentlich. Das ersetzt eine Aliyah praktisch. Praktisch eine Aliyah ist nie, noch zwei, drei Minuten und macht ihr. Nimmt noch also auf der A und. Okay. Die Frage ist, wann hat man auf die reingeführt? Ja? Wann hat man das eingeführt? Ja, das war auch schon damals, ja. Ja, aber die Gmor bringt bald auch. Oma, Rashi, Vanan, Lotman, Hochi,
Wir haben doch nicht so gelernt in die Mishnah. Die Mishnah sieht so aus anders. Sehr klar. Wir haben doch gelernt, sehr klar. Kol yom sheyesh bo musaf eino yom tov. Korin arba. Es steht an Regeln in der Mishnah. Jeden Tag, was ein Musaf gibt, und es kein Yom Tov, dann werden viel aufgerufen zum Tor. Latuimai, wir wissen doch, dass immer in die Mishnah, wenn in die Mishnah steht, sehr klar, das sind die Regeln, es kommt etwas zu inklusiven, etwas einzuschließen. Mai lav latuimai ta'anitzibur v'tishabeab. Wahrscheinlich, es kommt zu einschließen, auch ta'anitzibur v'tishabeab. Dass auch in die Fastentagen, in die Fasttage, werden zu viert aufgerufen. Sagt er, sagt immer nein. Le Ravashi, wenn du willst so lernen die Mishnah, was sind sie meni? Lotan kam wohl Rabbi Yosef, dann stimmt mit keine Meinung. Was steht doch in der Breis, der Tanja. Chal yot b'sheni b'chamishi, korin shloshah maftir echad. B'sheni b'ri korin echad maftir echad. Rabbi Yosef al olam korin shloshah maftir echad. Es geht diese Breis Tisha B'Av. Es ist ein interessanter Machloik, es ist nicht Halacha. Halacha ist so, wie wir machen das, egal welcher Tag ist Tisha B'Av, werden drei aufgerufene. Und, aber sagt er da, in der Machloik ist zwischen Rabbanan und Rabbi Yossi, dann kam in Rabbi Yossi, wenn es ist nicht am Montag und Donnerstag, wenn es ist am Montag und Donnerstag, Tisha B'Av, dann werden drei aufgerufen zum Torah. Aber wenn es ist Dienstag oder Mittwoch, oder ebenso Sonntag oder Freitag, Freitag sowieso nicht, es gibt kein Tisha B'Av am Freitag, aber Sonntag doch kann sein. Das ist keine Yom HaKriya. Ja? Dann, nach der Meinung von Tanekama, werden nur einem aufgerufen zum Torah und er liest alles, weil das ist keine gewöhnliche Tag von Lesung, von Torah-Lesung. Auf jeden Fall aber, wie soll nicht sein? Und es gibt auch Maftir, wir wissen am Tisha B'Av. Das haben wir vorher gesagt auch. Aber auf jeden Fall, wie soll nicht sein? Beide sind einverstanden, dass nur drei, auch bei Tisha B'Av, am Tisha B'Av, werden nur drei aufgerufen zum Tor. Dann wie willst du von der Mishnah unsere Regel, die Mishnah nachweisen, dass es gibt vier? Nur Ve'el Akashia sehr klar. Okay, dann verstehe ich es, nur drei. Dann warum steht in der Mishnah sehr klar? Was kommt die Mishnah einzuschließen? Sagt er, lol, Latur Rosh Chodesh Umoed. Sagt er, das ist für das selber, für das selbst, für Rosh Chodesh und Chol HaMoed, das ist zu viel. Sagt er, das steht doch klar, ganz deutlich, aber Edek Tanela. Berosh Chodesh HaMoed, Korin Akbar. Dann warum steht da klar? Sagt er, Simana Be'alma Yaiv. Er will dir nur erklären, das ist ein Zeichen und eine Erklärung. Bei sehr klar, er will nicht etwas Neues einzuschließen, dass es gibt noch eine Gelegenheit und noch ein Tag, das wird zum vierten aufgerufen, sondern er erklärt dir da die Reihenfolge und die Hierarchie von den Tagen. Sagt er so. Du sollst nicht sagen, dass Yom Tov und Chol HaMoed, das ist gleich und deswegen werden wir vielleicht fünf aufrufen zum Torah. Sagt er nein. Du sollst diese Regel immer in deine Hände halten. Kol de Tafel minta mechabret file gabretera. Jeden Tag, was ist heiliger als der andere, dann wird noch eine Stufe erhöht, wird noch eine Stufe gesteigert und dann werden noch einem zum Tor aufgerufen werden. Hilkach, sagt er, Montag, Donnerstag, Shabbos, Minche, haben wir drei. Rosh Chodesh Umoed, die Ika Korban Musaf, Korin Arba. Das heißt, Montag, Donnerstag, Shabbos Bar Mincha und inklusive auch Fastentage, egal welcher Tag. Alle Fasttage, egal welcher Tag in der Woche. Das ist nur drei. Korban Musaf, Rosh Chodesh Umoed, die Ika Korban Musaf, Korin Arba. Rosh Chodesh und Chol HaMoed, das haben wir Korban Musaf und Tfilat Musaf, selbstverständlich. Dann, es ist mit einer Stufe gestiegen und werden wie viele Menschen? Vier. Beyomtev, das so was Yad Melacha Chamisha. Yomtev, das ist die nächste Stufe. Das darf man nicht arbeiten. Dann ist schon fünf Leute werden aufgerufen. Beyom HaKippurim, der Onesh Kores. Yom HaKippurim ist die nächste Stufe. Das, es ist total Verbot bei Arbeiten. Auch nicht euch in Nefesh. Aber die Strafe dafür ist nur Karet quasi. Dann es ist sechs.
Schabes, die Ika ist aus Kila, Shiva, Schabes ist noch heiliger, auf jeden Fall noch schlimmere, noch strengere Todesstrafe für Stoßen des Schabbat, dann werden zum Sieben aufgerufen. Ist das ist, was die Mishnah will zu uns sagen, will an uns sagen, nicht etwas einschließen und einbringen, auch der Tanit Zibur, sondern einfach zu erklären, die Reihenfolge und die Reihstufen von die Aufgerufenen zum Tor. Ein Siman. Das ist ein Siman. Yishar Koyach. Gute Woche und alles Gute. Seid alle gesund, stark und freilach. Werden wir sehen, Bezrat Hashem. Gesundheit und freilach, Erik. Schkoyach.